Die Hauptfigur meines Romans war sehr oft unterwegs, meistens allein. Diesmal aber ist es anders. Juni 1961, da war sogar noch etwas mehr los als jetzt gerade in Kloten. Sie war im Taxi nach Kloten gefahren, stand nun am Fenster des Flughafenrestaurants und schaute auf das nasse Rollfeld. Die TWA war gelandet. Die Passagiere trugen bereits ihr Handgepäck in Richtung Flughafengebäude. Eine zweite Boeing 707 war im Anrollen. An der Heckflosse erkannte sie die Pan Am. Ein Blick auf die Uhr, noch eine Viertelstunde und Stups und ich sind endlich wieder zusammen. Mehr als zwei Monate lang nur Briefe und auch das mit Wackelkontakt. Es wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn es wie immer gewesen wäre, aber die zwei Jerusalem-Reisen waren so strapaziös wie noch nie gewesen. Fast immer hatte sie mit Hörstöpseln im Gerichtssaal gesessen. Wie die allermeisten Reporter war sie nur wegen des Verhörs von Eichmann in den Gerichtssaal zurückgekehrt und hatte Jerusalem dann endgültig verlassen, um hier in Zürich auf Heinrich zu warten. Erschöpft und voller Freude. Ziemlich merkwürdig hatte es sich angefühlt, aus Israel in die Schweiz zu kommen. Hier ist alles so endgültig aufgebaut, so fertig, dass es schon ein bisschen versteinert ist. In meinem Roman »Was wir scheinen« erzähle ich von Hannah Arendts Leben. Ihre journalistische Tätigkeit beim Prozess gegen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der 1961 in Jerusalem vor Gericht gestellt wurde, spielt darin eine ganz wichtige Rolle. Es war ein Jahrhundertprozess. Adolf Eichmann, the 55-year-old former Gestapo Colonel, comes to judgment. Eichmann is found. Aber Arendts Reportagenserie erschien erst zwei Jahre nach Verhandlungsbeginn. Ihr Bericht von der Banalität des Bösen öffnete den Blick, erfuhr von jüdischer Seite aber allerheftigste Ablehnung. Der Hass zeichnete sie und ihr Leben. Ich lade in meinem Roman dazu ein, diese Geschichte neu kennenzulernen. Ich habe die Frau, die durch all das hindurchgegangen ist, ins Leben zurückgeholt und gefragt, wie erging es dir? Wie war das alles für dich? Gedichte waren vital für Hannah Arendt. Es gab Zeiten, in denen sie dank Gedichten überlebte. Sie schrieb auch selbst Gedichte, was kaum bekannt ist, und sogar ein Märchen, das ich entdeckt und in den Roman integriert habe. Ich habe viel recherchiert, weltweit, online und offline, und auch vieles gefunden. Es hat mich inspiriert zu Szenen des Romans, zum Beispiel hier die Dinge in Gottfried Kellers Nachlass. Schön, was hast du da? Ja. Mit dem Wassermotiv. Herzig. Prosit, Neujahr. Ja. Wetter sagte schnell, zu Gottfried Kellers Nachlass habe er übrigens ein wenig Insiderwissen. Sein Vater arbeite in der Zentralbibliothek. Da seien Brillen, Geldbeutel, Kaffeetassen mit Kätzchenmotiven, ein Nerzmantel und Damenschuhe aus rotem Leder, von denen man nicht wisse, wie sie in Kellers Besitz gelangt seien. Amüsiert stellte sie sich Keller im Pelzmantel vor, fand es dann aber doch merkwürdig, dass in Zürcher Nachlässen Geldbeutel und Kaffeetassen zu finden waren. Im Testament, das sie letztes Jahr nochmals hatte aufsetzen lassen, war weder die Straußenledertasche noch das Minkcape aufgeführt. Sollte sie das nach ihrer Rückkehr nachholen? Es gibt ein Gedicht von Gottfried Keller, das für die Menschen, die vor den Nazis flüchten mussten, eine zentrale Rolle gespielt hat. Es drückt Zorn und Spott aus und wurde deshalb zu einem Widerstandsgedicht gegen Hitler. Es heißt Die öffentlichen Verleumder. Ich habe manchmal auch Inspirationen in Gegenständen gesucht. Das hier zum Beispiel, das sind diese Bänder von Benjamin, die sie bekommen hat und nach Amerika mitgebracht hat. Oder ich habe auch die Cover ausgedruckt. Und habe mir überlegt, so haben die Dinge ausgesehen. Das hat mich sehr inspiriert. Und ich habe mir natürlich Zeichnungen gemacht und
Abläufe, Elemente von Kapiteln, wichtige Begegnungen. Hier zum Beispiel Kapitel 4. Ja, oder hier. Ich habe Szenen im Roman in eine Abfolge gebracht. Es war für mich wie eine kleine Komposition, eine Partitur und habe die Dinge manchmal auch wieder verschoben. Aber diese ganze sinnliche Welt der Objekte war sehr wichtig. Zum Beispiel diese Zeitschriften, die Hannah Arendt im Hotel findet oder beim Friseur. Das hat diese Zeit, die 70er Jahre in der Schweiz, im Tessin, sehr viel näher gebracht. Oder auch hier die Platte, die sie geschenkt bekommt, natürlich. Oder eben hier die Cover, in denen Hannah Arendts Reportagen über Adolf Eichmann erschienen sind. Das hat mir alles sehr geholfen. Es wird irgendwie fassbarer. Neben den Recherchen gab es etwas ganz anderes, was wichtig war. Einfühlung. Einfühlung war wichtig für mich im Schreibprozess, beim Erfinden einer Figur, auch einer Figur ganz besonders, die auf biografischer Grundlage entstanden ist. Und Einfühlung ist das wichtigste Wort für Hannah Arendts Aussagen zu Adolf Eichmann. Der totale Mangel an Einfühlung, an Fantasie, an Vorstellungsvermögen, wie es einem anderen Menschen gehen könnte. Das war auch der Ausgangspunkt zu meinem Roman.